Alexa, schalt das Licht an. Das Smart-Home-Gerät Alexa kann ebenso wie Apple Siri mittels Spracherkennung Musik abspielen, die Eieruhr stellen oder das Licht regulieren. Romana Bauer aus München weiß das mittlerweile zu schätzen. 18 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. Ich selber habe die gar nicht gekauft. Mein Freund hat die gekauft und am Anfang dachte ich, ich brauche das überhaupt nicht und es ist Quatsch. Mittlerweile bin ich sehr froh, dass ich sie habe und möchte eigentlich nicht mehr ohne Alexa sein. Doch wer zu Alexa spricht, muss auch mit der Möglichkeit leben, dass Informationen aufgezeichnet und weitergegeben werden. Zur Verbraucheranalyse etwa oder gar zur Verbrechensbekämpfung. Anfang Juni hatte es geheißen, die Sicherheitsbehörden sollten nach dem Willen des Bundesinnenministeriums künftig auch Daten von vernetzten Geräten auswerten dürfen. Durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung aller Lebensbereiche steige die Bedeutung solcher digitaler Spuren, so damals ein Ministeriumssprecher. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke, auf der einen Seite würde ich mich schon unwohl fühlen, wenn ich einfach wüsste, die Daten werden irgendwo gespeichert und können im Notfall rausgeholt und verwendet werden. Aber natürlich habe ich nichts zu verbergen. Ich mache hier keine kriminellen Machenschaften. Insofern betrifft es mich persönlich nicht. Und drum denke ich mir auf der anderen Seite, wenn dadurch Verbrechen aufgeklärt werden können oder zum Beispiel sogar ein Terroranschlag vermieden werden kann, ist es natürlich super. Alexa und Co. böten zwar die Möglichkeit, Verbrecher zu überführen, doch die Innenminister des Bundes haben am Freitag in Kiel der Überwachung im Kinder- oder Wohnzimmer eine Absage erteilt. Die Bundesregierung hatte nie vor und hat auch nicht vor, Kinderzimmer zu überwachen oder Chips in Babypuppen oder Alexa oder Alexi, bin ich gestern korrigiert worden, darum bin ich jetzt da ganz durcheinander. Das ist nicht vorgesehen, das ist in dem Beschluss auch nochmal eindeutig festgehalten worden. Weitere Programmpunkte der Innenministerkonferenz in Kiel waren übrigens die Bekämpfung von Clankriminalität oder Kindesmissbrauch und Kinderpornografie sowie Möglichkeiten zur Senkung von Einbruchszahlen. Auch die Abschiebung nach Afghanistan und die Eindämmung von Extremismus standen auf der Tagesordnung. In Sachen Alexa heißt es für Romana Bauer in München aber erst einmal Entwarnung. Zumindest was die Nutzung ihrer Daten durch die Sicherheitsbehörden angeht. Vom Deutschlandfunk hören Sie jetzt die Nachrichten.